Da schwimmt einer schon morgens um 7 im Bodensee. Oder eine, kann ich jetzt nicht sagen von hier. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Sonntag, der 22. Juli 2018. Ich bin jetzt hier runtergelaufen schon mal an den Bodensee hier in Mammern, wo ich übernachtet habe, habe auch gut geschlafen. Frühstück gibt es heute erst um 8:30 Uhr, ja. Deswegen bin ich jetzt auch schon mal eine Weile hier runtergelaufen. Zu der Tour gestern habe mich jetzt erfreut, ehrlich. Regen war gar nicht so viel. Ich bin ganz gut durchgekommen bis hierher. Und heute geht es dann weiter noch den Untersee bis zum Ende entlang. Bis Stein an den Rhein. Und dann als den Hochrhein entlang. Bis nach Laufenburg heißt es ja. Da ist dann die heutige Etappe fertig in Laufenburg. Und da habe ich die nächste Übernachtung geplant. Und jetzt geht's hoch frühstücken. Bis dann, bis wir wieder on Tour sind. Ich bin wieder on Tour, gefrühstückt ist jetzt gut, ich bin jetzt wieder super gestärkt und jetzt geht's weiter nach Stein am Rhein. Wir passieren den ersten Ort für heute. Stein am Rhein, noch ein Kilometer. Und angekommen in Stein am Rhein und wir werden wieder mit Glockengeläut begrüßt. So, hier auf der Brücke in Stein am Rhein, wo ich jetzt gerade bin. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Trotz des Glockengeläuts fließt jetzt hier der Rhein aus dem Bodensee wieder raus, aus dem Untersee und wir dann zum Hochrhein. Ich schwenke mal jetzt noch kurz auf die andere Seite rüber. Ja, das ist jetzt die andere Seite und da fließt der Hochrhein weiter, der ausschließlich in westliche Richtung fließt, wobei die anderen Abschnitte vom Rhein, Alpenrhein und Oberrhein kommen dann glaube ich noch, ja, fließen all dann in nördliche Richtung. Super schöne Stadt hier, Stein am Rhein. Ja, irgendwie erinnert mich hier der Rhein, hier bei Stein am Rhein, an den Heinz Erhardt Film, wo die da mit dem Boot runterfahren, ab hier und direkt auf den Rheinfall von Schaffhausen zu.
Ja, da fahre ich jetzt auch gleich hin nach Schaffhausen. Aber nicht mit dem Boot, sondern mit dem Fahrrad. Ja, jetzt geht es wieder raus aus Stein am Rhein. Jetzt wird es langsam voll. Die ersten Touristengruppen kommen jetzt, wo ich gesehen habe. Und ich denke, wenn ich in Schaffhausen ankomme an den Rheinfällen, da wird auch einiges los sein. Ja, im Moment läuft mein Fahrrad jetzt auch wieder gut. Ich habe es ja heute Morgen gleich gut abgeschmiert, die Kette und so. Ja, durch den Regen ist es alles ja ein bisschen als in Mitleidenschaft gezogen. Also ich empfehle euch, wenn ihr mal eine größere Tour macht, nehmt immer ein bisschen Öl mit oder Fett, Schmierfett. Weil man weiß ja nie, was für ein Wetter es gibt. Und wenn dann alles nass ist, dann geht es alles ein bisschen schwerer. Der geht jetzt von Stein am Rhein bis nach Basel und dann wird er, glaube ich, ja, der wird dann zum Oberrhein. Ging es hier ein Stückchen durch den Wald, da ging es schön bergauf und da war jetzt, glaube ich, auch irgendwie die Grenze. Irgendwie bin ich jetzt wieder in Deutschland, glaube ich auf jeden Fall. So wie die Schilder waren, sind wir jetzt wieder in Deutschland. Habe ich jetzt auch gar nicht gewusst. Hier unten am Rhein, und zwar ist das jetzt Geilingen am Hochrhein, und da werde ich später mal vielleicht nachschauen auf der Karte, wie da die Grenze verläuft von Deutschland und Schweiz. Jetzt richtig sehe, ist das da drüben wieder die Schweiz auf der anderen Rheinseite und dieser Ort da drüben heißt diesen. Guck mal, was ich hier für ein Schild entdeckt habe, was da für Tiere unterwegs sind. Da bin ich mal gespannt, ob ich welche sehe. So. Bin ich wieder unterwegs hier durch ein Stückchen Wald. Da fällt mir gerade noch was ein, was ich noch sagen wollte zum Startpunkt vom Rheinradweg. Und zwar fängt er eigentlich in Andermatt oben an, über dem Oberalppass. Da wollte ich aber nicht starten, aus dem einfachen Grund, weil ich halt einfach hinwandern wollte zu der Rheinquelle und dem Vorderrhein dann ein Stückchen runter wandern bis Sedrun. Das habe ich ja dann auch zumindest gepackt und bei Sedrun bin ich dann mit dem Fahrrad im Vorderrhein gefolgt. Da waren wir dann auf der richtigen Route. Da. Also nur das Stückchen von Andermatt bin ich dann nicht vom Fahrrad, mit dem Fahrrad gefahren.
hier in der Ortschaft Büssingen oder wie sie heißt, da ist da irgendwas mit den Kamelen oder was das war. Also wir befinden uns dann jetzt hier im Landkreis Konstanz, gehört das noch dazu. Und schauen wir noch mal genau schauen auf der Karte, wie das da alles verläuft. Und angekommen in Schaffhausen und damit sind wir auch wieder in der Schweiz. Hier geht es die Fußgängerzone runter nach Schaffhausen. Da gehe ich jetzt aber nicht entlang. Meine Tour geht weiter am Rhein. So, es geht jetzt weiter nach Schaffhausen. Und zwar sind es jetzt noch 4 Kilometer bis zum Rheinfall. Da wird es jetzt gleich interessant. Die Tour geht jetzt eigentlich hier links am Rhein entlang Richtung Rheinfall, aber wie ihr seht auf dem Schild ist es gesperrt, also gehe ich wieder auf die andere Seite und fahre wieder rechts am Rhein entlang. So Freunde, ich bin jetzt angekommen am Rheinfall. Normalerweise wäre ich hier drüben. Aber hier ist jetzt eigentlich fast besser. Da ist nämlich viel weniger los. Ja, da unten sieht man dann auch die Boote, wo wir ganz nah dran fahren an dem Wasserfall. Da vorne ist eins ganz drin. Ich zoome mal ein bisschen raus, wie man sieht. Ja, und da werden die dann so weggetrieben. Eine tolle Sache. Das ist, glaube ich, das Schloss Laufen. Und hier nochmal die andere Seite, wo ich normalerweise hingefahren wäre. Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Ob ich jetzt auf der rechten oder linken Seite fahre, ist mir eigentlich egal. Ja Leute, jetzt geht es aber hier weg vom Rheinfall. Ich habe ja noch einige Kilometer heute zu bewerkstelligen. Deswegen radel ich jetzt mal schön weiter. Jetzt bin ich doch noch mal runtergefahren. Ein paar Aufnahmen von weiter unten. Endlich mal wieder richtig unterwegs und bin aus dem Trubel raus. Ja, das Schild da auf der anderen Seite, wo der Radweg gesperrt war, das hat mich jetzt ein klein bisschen mal aus dem Konzept gebracht. Der Rhein, der macht hier auch mehrere Schleifen hier am Rheinfall. Aber jetzt kürze ich gerade ein Stück ab und ich gucke dann, dass ich wieder auf die andere Seite komme, wo meine eigentliche Route läuft.
Ja, bei der Frau hier habe ich mal jetzt mich kurz untergestellt, es fängt langsam an zu regnen. Und ich habe eben gerade Leute getroffen, die habe ich mal gefragt, wann eine Brücke kommt. Und bei Eglisau kann ich dann wieder über den Rhein drüber. Aber das weiß ich jetzt noch nicht genau, weil eigentlich habe ich ja auch meine Übernachtung auf der Seite gebucht. Bloß ist das ja halt nicht meine eigentliche Route und ist ein bisschen weg vom Rhein. Es will schade drum. Achso, die haben mir auch noch gesagt, das war schon richtig, weil auf der anderen Seite ist es nicht weitergegangen. Da hat es einen Erdrutsch gegeben. Also mal schauen, vielleicht fahre ich doch noch rüber. Gell, mein Guter. Ja, und ich bin jetzt auch in der Schweiz wieder. Und ich muss wirklich sagen, in der Schweiz gleich wieder besser ist der Rheinradweg ausgeschildert. Viel deutlicher sind da die Schilder. Ist wirklich gut gemacht. Eglisau ist erreicht und jetzt versuche ich über den Rhein zu kommen. Ja, hinter mir seht ihr Eglisau und ich bin jetzt über den Rhein rüber und suche wieder meinen Radweg. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin jetzt wieder endlich auf meiner richtigen Route, so wie es mir auch gefällt. Und der nächste größere Ort ist, glaube ich, Rheinstetten, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. So, Rheinfelden bin ich jetzt schon vorbei. Bin ich irgendwie doch nicht durchgekommen. Egal. Jetzt ging es im Zickzackkurs hier über die Straße und unter der Straße durch. Ja, genau. Und drüben auf der anderen Seite geht es jetzt gerade neben der Straße weiter. Hier angehalten an dem Feld. Wir sind wieder ein Stückchen weg vom Rhein. Ich muss jetzt sagen, hier ist die Gegend auch nicht mehr so schön wie die ganze Zeit zu fahren. Wo ich den Rhein jetzt auf die Seite auch gewechselt habe, ist jetzt auch nicht so besonders schön zu fahren. Aber wir machen alles weiter. Vielleicht kommt ja wieder ein schöner Teilabschnitt. Nächstgrößere Stadt ist, glaube ich, Bad Zurau dann, ja. Bad Zurach oder wie es heißt. Genau. Der Ort, den ihr jetzt seht hinter mir, das ist Kai. Bad Zurach heißt es ja, ist erreicht. Geht gerade der Berg hoch. Nächstes Etappenziel wieder gepackt. Im Moment fahre ich gerade bei Bad Zurach durch diese schöne Baumallee. Und der nächste größere Ort, glaube ich, ja, ist Koblenz. Aber nicht das Koblenz bei uns in Deutschland, sondern hier gibt es auch ein Koblenz. Ja, so ist es. Zwei Koblenz am Rhein. Koblenz war jetzt auch schon ausgeschildert und sogar mein Zielort Laufenburg war auch schon ausgeschildert. Und das gleiche Spielchen von gestern geht weiter, bergauf, bergab. Ist ein Vorteil, wenn man hier ein E-Bike hat, sind auch viele mit dem Elektrofahrrad unterwegs. Kann man bestimmt super fahren hier, da sind die Steigungen nichts. Und hier kann man auch den Rhein mal wieder sehen. Da geht es jetzt schon die ganze Zeit so.
oberhalb vom Rhein entlang. Einmal ein bisschen weiter und einmal ein bisschen näher dran. Hinter mir ist jetzt gerade der Zoll Koblenz. Koblenz überquere ich auch den Fluss, das ist aber nicht der Rhein, das ist ein anderer Fluss. Da vorne fließt er, glaube ich, dann in den Rhein oder was. Aber ich gucke dann nochmal in Ruhe auf der Karte und werde es nochmal einblenden, genau was das für eine Stelle hier ist. Fast vor wie in Biblis, jetzt fahre ich hier auf einem Kernkraftwerk vorbei. Wie es heißt, weiß ich aber nicht. Neben mir links sind ganz knapp die Gleise und rechts auch ganz knapp der Rhein. Hier jetzt mal ein schöner Blick auf den Rhein und auf die andere Seite rüber. Nächster Ort, Schwaderloch. So, jetzt ging der Radweg eine Weile an der Bundesstraße entlang. War zwar gut zu fahren, aber ist nicht allzu schön. Und jetzt geht er hier hoch dann. Und jetzt ist es nicht mehr weit nach Laufenburg. Und jetzt habe ich diesen super Radweg hier nochmal kurz vor Laufenburg. Da unten läuft die Straße, dazwischen die Gleise und ganz rechts der Rhein hier. So Freunde, hinter mir seht ihr Laufenburg und ich habe es gleich geschafft und bin angekommen. Ich muss da vorne noch mal über den Rhein fahren, dann bin ich dann wieder in Deutschland. Laufenburg hat eine Schweizer und eine deutsche Seite, so wie ich mir sagen lassen habe. Heute Morgen war ich noch am Bodensee und jetzt ist es gar nicht mehr so arg weit bis nach Basel, vielleicht 20, 30 Kilometer. Und ja, die Etappe heute, der erste Abschnitt war sehr schön, der zweite ging so und der dritte Abschnitt, würde ich mal sagen, so war auch wieder ganz gut gewesen. Und jetzt, wie gehabt, duschen und was essen. Und morgen geht es dann weiter erstmal Richtung Basel. Okay, bis dann. Die Aussicht vom Ambiergarten.